schon. Für meine GoPro. Ja, dann kannst du schon, ne? Einmal links, einmal rechts und dann in den Berg und den Berg langsam und in den Berg stehen bleiben, ne? Noch ein Stückchen hoch. Ohne Bremse? Okay. Auf der Bremse musst du schon, sonst geht er rückwärts. Ja? Okay. Aber wenn du auf der Bremse warst und gehst jetzt von der Bremse weg, dann steht das Auto. Aha, okay. Über eine Sekunde. Und in der Zeit musst du ja von der Bremse aufs Gas gehen. Jetzt aufs Gas? Ja, jetzt warte ich. Jetzt kommt er, ja, merkst du, ja, ja. Ja, okay. Also das haben heute vor allem alle Autos, auch mit Schaltgetriebe. Ja? Aha. Dann hast du Zeit, Kupplung kommen zu lassen oder Handbremse lösen, wie auch immer, was man halt da hier so tun will. Aber in der Zeit rollt das Auto nicht weg. So, stopp. Die HDC haben wir noch eingeschaltet. Ja? Super. Das heißt, wenn du jetzt runterfährst, keine Bremse. Ja? Okay. Okay. Und weg von der Bremse. Kostet ein bisschen Überwindung, ja? Nicht zu bremsen. Ja. Ja? Mach das Auto selber. Ja? Und wenn ich drücke jetzt Gas, dann... Ja, dann wird er schneller. Ja? Mhm. Und wenn du dann wieder weg gehst, dann wird er wieder langsamer. Ja? Okay. Und dann wieder hoch. Ja? Und jetzt das Auto ein bisschen schräg stellen und stoppen. Ja? Stehen bleiben. Ja? Und jetzt in der Schräge wegfahren. Also ein normales Auto mit normalem Auto ja, würde jetzt wahrscheinlich schon rutschen. Wahrscheinlich, ja? Ja. Aber der mit vier Rädern, der zieht ja auch schräg weg. Ja? Okay. Dann wieder abwärts. Ja. Und wenn du jetzt ein bisschen mehr Gas gibst, wird er schneller. Wenn du Gas wegnimmst, Gas weg. Mhm. Jetzt fängt er wieder an, langsam zu werden. Ja. Das dauert natürlich ein bisschen. Ja, ja. Natürlich. Was für ein Landsmann bist du? Ich bin Ungarn. Ungarn, habe ich mir schon gedacht. Ja, ja, ein bisschen ungarisch. Ja, ein bisschen Akzent. Ja. Und jetzt stopp, oder? So, jetzt fahren wir erste fahren Runde, wir fahrst du mit normalen, oder wie du willst. Ja. Und dann merkst du, wenn du zu viel Gas gibst oder zu schnell wirst oder zu viel lenkst, dann kommen Regeleingriffe. Ja. Dann darf ich erstmal ohne diese fahren? Und dann mit? Und dann mit. Kannst du auch, ja, okay. Ja. Okay. Weil ich möchte was fühlen. Wie okay, ja. Kannst du ruhig ein bisschen zu viel Gas geben, dass du merkst, jetzt ist keiner da, der dir hilft. Ja? Ja. Und dann vielleicht bei der zweiten Runde auch so schnell fahren, dass du ja, okay. Unterschiede merkst. Ja? Denkst du, jetzt rutscht er. Ja? Ja. Und dann, dann ist der Fahrer gefordert, der muss dafür sorgen, dass das Auto unter Kontrolle bleibt. Ja, weil wenn jetzt er zu sehr übertreibt, ja, dann geht es weg. Ja? Okay. Dann fahren wir zweite Runde. Ich schalte es mir gleich mal wieder ein. Okay, ja. Danke. Wenn du willst, kannst du wieder berghoch fahren hier. Mhm. Wieder Stopp. Mhm. Oder? Ja, genau. Ja, so. Und wieder wegfahren. Ne? Aber in Ungarn gibt es nicht so viele Berge, oder? Nein, nicht. Habt ihr Gebirge in Ungarn gar nicht, gell, eigentlich oder? Haben wir, aber maximal 1500 Meter. Doch, ja. Also Richtung Rumänien dann schon, oder? Nein, neben Balatonplattensee haben wir kleine Berge, aber über Budapest gibt es schon ah, ja. In Richtung Slowakei. Aha, ah ja, schon. Donnerberg, ja. Und jetzt ohne einfach hinten auf. Oder ein bisschen wenn Gas. Du ein bisschen Gas gibst und dann wieder Gas wegnimmst, dann wird er langsam. Aha. So, und jetzt fährst du ganz hoch bis fährt durch den Frost. Ja. Und jetzt dann Rückwärtsgang gehen, ja? Jawohl, bleib hier weg. Und jetzt geht er noch langsamer, ja? Rückwärts, ja? Aha. Das geht also vorwärts und rückwärts. Ja? Weil rückwärts ist fast noch schlimmer. Ja, stell dir vor, genau. Du musst rückwärts den Berg runterfahren. Ja? Kommst genau. Nicht mehr hoch oder kommt dir ein Lastwagen entgegen. Ja? Und das gibt bei Audi nicht. Mhm. Bei denen geht das nur vorwärts runter. Mhm. Diese Funktion. Aha. Bei uns geht es ja auch rückwärts. Rückwärts ja? Gibt es das auch. So, noch einmal zum Slalom. Okay. Und hier runter. Ja? Genau. Ja. Habe ich probiert, wie funktioniert das mit Gas und ohne Bremse. So, jetzt sind alle Traktionshilfen, alle elektronischen Regelsysteme eingeschaltet.
Und jetzt merkst du, wenn du zu viel Gas gibst, ja, dass du dann abgeregelt wirst über Motorleistung oder über Bremsen eigentlich. Wenn du so harte Geräusche hörst, das ist die Bremse, die an einzelnen Rädern bremst, um das Auto ja, in der Richtung zu halten. Ja. Die gleiche Menge Gas. Ja, du gibst Gas, aber es geht nichts, gell? Ja. Nimmt der elektronisch weg, ja? Okay, dann stellen wir das Auto wieder dahin, links, wo wir so, dass wir aussteigen können, ja, wo wir alle eingestiegen sind. Okay. Jetzt Auto hier rumstehen. Okay, wunderbar. Dankeschön. Wunderschön, ne? Und Park? Geht auch anders, ja? Ich soll